Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Heute geht es um das Börsenupdate von mir. Ich war nämlich am 6.12.2015 auf der Filmbörse in Berlin. Das aber nicht alleine, sondern mit Mickey und Mallory vom Mickey und Mallorys Filmuniversum und mit meinem guten Freund Christian. Der hat aber noch keinen YouTube-Kanal. Den von Mickey und Mallory, den verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit den Sachen, die ich mir gekauft habe. Die erste Sache ist leider so ein kleiner Reinfall gewesen, wie ich das zu Hause beim Auspacken bemerkt habe, weil die ist ein bisschen beschädigt. Ob ich das jetzt nächste Mal wieder mit zur Börse nehme, das werden wir sehen und dann da umtauschen, mal gucken. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt erstmal das erste Steelbook, das ist einmal das Steelbook zu Hook. Das hat ein paar Beschädigungen, da oben ist ein Kratzer, dann ist hier eine kleine Beule an der Seite, auf der anderen Seite ist eine kleine Beule und irgendwo unten ist auch noch ein Kratzer. Das habe ich eben in der Euphorie auf der Börse nicht gesehen, war auch meine erste Filmbörse und das war auch noch original verpackt, aber naja gut. Ich akzeptiere das jetzt erstmal und stelle euch das trotzdem vor. Hier ist auf jeden Fall Hook geprägt in so einer Art Glanzumrandungsdruck. Auch diese Verschlüsse sind geprägt und wir haben einen kompletten Prägerand. Auf der Seite sind Nieten. Jetzt stelle ich das erstmal hin und dann gucken wir uns mal das Infoblatt dazu an. Das ist nämlich der Italien-Import von Hook. Lesen können wir die Filminformationen eh nicht, aber ich will nochmal die Laufzeit gucken. Auf jeden Fall geht der Film 142 Minuten. Ja, so viel zu dem italienischen Infoblatt, das lege ich mal weg. Und jetzt gucken wir uns noch den Spine an. Da steht Hook ganz zärtlich und klein drauf, was man kaum lesen kann, aber es ist auf jeden Fall zu lesen. So, dann haben wir hier die Rückseite, die aber nicht geprägt ist, aber das Design von der Vorderseite wird dort fortgesetzt. Jetzt klappe ich das Ganze mal auf. Denn, damit ihr das mal insgesamt seht. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Wenn es jetzt eben nicht beschädigt wäre, wäre es echt ein tolles Steelbook. Aber da kann ja eigentlich keiner was für. Dann haben wir hier die Blu-ray, die hat auch deutschen Ton. Und innen drinne ein richtig cooler Innendruck. Ja, das war das erste Steelbook von der Börse. Das lege ich dann mal hier hin. Ja, ich habe das echt nicht gesehen, dass das beschädigt war. Na gut, weiter geht's zum nächsten. Das ist einmal die ungeschnittene Original-Kinofassung von Caligula. Im 2-Disc-Limited-Steelbook von NSM. Da hatte ich ja schon mal so eine andere Box und die 35 Anniversary Edition. Da wollte ich eigentlich auch ein Unboxing zu hochladen. Habe ich aber nicht getan, weil ich im Endeffekt rausgefunden habe, dass die geschnitten ist. Aber gut, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns hier erstmal das Steelbook an. Das ist auf jeden Fall ungeschnitten. Das ist die Vorderseite. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Da steht dann Caligula. Ist nichts geprägt, aber ich finde dieses Design echt cool. So, dann haben wir den Spine. Da kann man sehr gut auch Caligula lesen. Und auf der Rückseite ist hier kein Infoblatt, da sind die Filminformationen drauf gedruckt. Wenn es funktioniert, könnt ihr sie jetzt mal lesen, auch die ganzen Specials. Könnt ihr jetzt alles mal lesen, wenn ihr auf Pause drückt. Ja, der Film geht jetzt in dieser ungeschnittenen Version 156 Minuten in der Kinofassung und 153 Minuten in der Vorabversion. Mal gucken, ob dieses Steelbook auch einen Innendruck hat. Aber ja, es hat einen, so mit so ein paar Blutflecken. Hier haben wir dann die Disc 1 und da ist die Bonus-Disc, die aber nur eine DVD ist. Die Filmdisc ist natürlich eine Blu-ray. Ja, insgesamt sieht dieses Steelbook doch echt ganz gut aus. Ja, das war der zweite. Jetzt kommen wir zum nächsten Titel. Den habe ich vom Cape Light Stand gekauft. Den Film, den wollte ich einfach mal gucken. Und dennoch in diesem schicken Steelbook. Fanboys heißt der Film. Der ist jetzt nicht mit besonders Schauspielern im weitesten Sinne. Das ist jetzt so ein Fanfilm eben zu Star Wars und das noch im Steelbook und das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das ist die Vorderseite, da unten steht auch Cape Light, dann haben wir den Spine, Fanboys und auf der Rückseite stehen dann diese ganzen Informationen, was da so drauf ist. Könnt ihr mal durchlesen, wenn ihr wollt. Na, jetzt geht's und dann noch ein bisschen tiefer, da ist auch die Bonus-DVD, 4 Stunden Extras, aber wie lange geht das jetzt hier insgesamt? Das müsste eigentlich da unten stehen, Laufzeit 90 Minuten und diese Dokumentation 93 Minuten und wie gesagt über 4 Stunden Extras. Ja, dann klappen wir das Ganze auch nochmal auf, hat auch einen Innendruck. Hier ist dann der Film Fanboys und hier ist diese Dokumentation von George Lucas, The People vs. George Lucas. Und wir haben hier so einen Sternenhimmel als Innendruck, sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Und dass da zwei DVD Blu-rays sogar drin sind, ist auch echt cool. Ich zeige euch das mal aufgeklappt. Sieht auch schick aus und ich wollte den Film, wie gesagt, einfach mal sehen. Und dann habe ich das mal vom Cape Light Stand mitgenommen.
So, jetzt kommen wir zu einer normalen Amari, eine 3D-Amari von dem Universal Soldier-Teil, der mir noch fehlt. Universal Soldier Day of Recoming in der Uncut Blu-ray 3D-Version. Ja, der hat mir noch gefehlt. Ist eben eine ganz normale Amari. Hier das Bein. Wer den Film noch nicht kennt, kann sich einmal jetzt die Filminformationen durchlesen. Laufzeit haben wir von 114 Minuten und innen drin ist auch unspektakulär weiß, weil ein Wendecover braucht man ja hier nicht, weil hier kein FSK-Fatschen drauf ist. So, jetzt kommen wir zum ersten Mediabook. Das ist einmal von LFG, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Ich weiß jetzt nicht, welches Cover das ist, aber das gefiel mir am besten. Da lagen, glaube ich, drei verschiedene Cover, aber dieses gefiel mir am besten mit diesem Rot und dem Leatherface im Vordergrund mit Säge in der Hand. Gefiel mir echt am besten. Ja, das ist die Vorderseite. Dann haben wir hier den Spine. Kann man auch alles sehr gut lesen. Und auf der Rückseite stehen die ganzen Filminformationen und noch ein paar Szenenbilder. Könnt ihr auch mal auf Pause drücken und durchlesen, wenn ihr wollt. Und dann haben wir hier eine Laufzeit von 98 Minuten. Das ist zwar auf 500 Stück limitiert und es ist auch Cover B, wie hier drauf steht, aber es ist hier keinerlei Limitierungsnummer drauf. Gut, ich klappe mir das mal auf. Da ist dann noch so ein, so ein Sticker drin. The Saw is Family LFG. Hier ist dann die DVD. Jetzt mache ich mal so einen ganz leichten Durchblätter mit ein paar Bildern und so. Hier ist die Blu-ray. Und da haben wir noch ein Backcover-Artwork. Und vorne haben wir, denke ich mal, auch noch ein Backcover-Artwork. Na, das ist dasselbe. Sieht auf jeden Fall richtig schick aus, dieses Mediabook. Und der hat mir eben noch gefehlt in der Sammlung. Von daher habe ich den auf der Börse jetzt einfach mal mitgenommen. So, kommen wir zum nächsten Mediabook, auch vom Cape Light Stand. Ein Takeshi Tikano-Film. Und zwar der Film Brother. Das ist so ein Yakuza-Mafia-Film. Und den wollte ich auch unbedingt haben, weil ich habe die von Cape Light, diese Takeshi Tikano-Mediabooks jetzt alle. Nicht alle von Cape Light, alle Mediabooks, aber diese Takeshi Tikano-Filme eben. Das ist die Vorderseite, sieht auch richtig schick aus. Dann haben wir den Spine, da steht der Brother drauf auch, kann man auch richtig gut lesen. Auf der Rückseite haben wir dann die ganzen Filminformationen und Extras. Könnt ihr auch mal auf Pause drücken und lesen, wenn ihr wollt. Und dann haben wir hier eine Laufzeit von 114 Minuten und 109 Minuten. Hä? Oh, hier sind wohl wieder zwei Filme drauf. Aber ich weiß jetzt nicht, was der zweite Film ist. Extras, Scenes, weiter, circa. Vielleicht haben wir auch einfach nur die Blu-ray-Laufzeit einmal und einmal die DVD. Ja, genau. Die DVD-Laufzeit ist 109 Minuten und die Blu-ray-Laufzeit 114 Minuten. Ja, ich war gerade irritiert, weil auf den meisten Mediabooks von Takeshi Tikano immer noch ein Bonusfilm drauf ist. Da war dann noch hier so ein Flyer drauf. Limitierte Erstauflage und so weiter. War dann da noch drauf. Aber das mache ich immer ab, aber ich schmeiße es natürlich nicht weg. So, und jetzt gucken wir uns das Mediabook mal an. Haben wir hier die Blu-ray mit so einem blutigen Backcover-Druck. Hier nochmal das Frontcover zu sehen. Hinten dann die DVD, auch derselbe Druck. Und dann haben wir da auch noch ein Booklet drin. Blätter ich mal so ganz schnell mal so ein bisschen durch, damit man sieht, wie viele Seiten es ungefähr hat. Da stand doch hinten drauf, ich glaube, 24-seitiges Booklet. Ja. Das ist wie gesagt Brother vom Cape Light Stand und von Takeshi Tikano. Da habe ich meine Van Damme Filmsammlung ein bisschen erweitert, also umgerüstet auf ein Mediabook. Ich habe mich hier für dieses Cover entschieden, weil das ist das Original Kinoplakat, so wie ich es kenne. Und das ist eben der Film Bloodsport, eine wahre Geschichte in der 2. Limited Collectors Edition im Mediabook. Ja, das ist das Frontcover, sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Dann haben wir das Seiten, also den Spine, da kann man auch gut Bloodsport lesen von 84 Entertainment. Und auf der Rückseite stehen dann die Filminformationen. Wer den Film noch nicht kennt, kann ja auch wieder mal auf Pause drücken. Da unten noch ein paar Bilder. Und hier haben wir eine Laufzeit von 92 Minuten die Blu-ray und 89 Minuten die DVD. Und das schöne Mediabook ist auf 500 limitiert. Und ich habe die Nummer 222. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. Ja, dann haben wir hier die erste Disc. Das ist die Blu-ray. Das wäre jetzt dieses andere Cover gewesen. Da, schöner Hinterdruck. Und auf der anderen Disc haben wir dann noch ein Cover. Das wäre auch ein Cover vom Mediabook gewesen. Hier mit diesem Schwert. Aber das wollte ich gar nicht, weil das Schwert kommt. Also er hat nie im Film ein Schwert. So, und jetzt blätter ich einfach mal so ein bisschen durch. Da ist wieder das Cover ganz.
Das ist auch schön viele Seiten. Also ist auch ein cooles Mediabook. Von daher schöner Film, schönes Mediabook, schöne VÖ von 84 Entertainment. So, jetzt kommen wir noch zu zwei Mediabooks. Einmal auch von 84 Entertainment, einmal 28 Days Later. Hier das Bein und die Rückseite mit den Filminformationen könnt ihr wieder lesen. Haben wir Blu-ray Laufzeit 113, DVD Laufzeit 108. Und hier habe ich die Nummer 197 von 999 Stück. Ja, da gab es auch noch so eine weißen, aber ich wollte die roten irgendwie. Erst wollte ich die weißen. Die sehen, glaube ich, ungefähr. Oh, das geht recht schwer raus. Oh, naja, muss ich. Also. So. Die sehen ungefähr so aus wie das hier. Die weißen, wie der Hinterdruck. Und dann haben wir hier auch noch. Da, so sehen die, glaube ich, aus, die weißen. So wie dieses hier. Mit ihm da drauf und dann dieser Druck. Genau, weiß ich jetzt nicht mehr, weil die waren noch gar nicht da, aber ich wollte eh die roten haben. So, da haben wir dann auch wieder einen etwas größeren Mediabook-Anteil. Wie man sieht, wenn ich mal hier so durchblätter. Und das sieht auch richtig schick aus. Ja, und wer soll es erwarten? Natürlich habe ich mir dann auch noch im selben Cover-Design, im roten Cover 28 Days Weeks Later mitgenommen von 84 Entertainment. Die Vorderseite ist auch schick mit den zwei Augenfarben und diesen Mundschutz. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Auf dem Spine steht auch 28 Weeks Later und da oben 84 Entertainment. Da könnt ihr ja wieder dann die Filminformationen durchlesen. Einfach auf Pause drücken. Und da haben wir hier eine Laufzeit bei der Blu-ray von 100 Minuten und bei der DVD von 96 Minuten. Ja, so, dann machen wir das wieder auf. Und da haben wir dann auch wieder ein weißes Artwork als Hintergrund. Auf der Seite und auf der anderen auch. Also das wird dann fortgesetzt. Ja, so. Und hier haben wir auch wieder einen Buchanteil, der auch wieder recht dickes Textbilder, alles gemischt. Das war jetzt das vorletzte Mediabook. Jetzt habe ich noch ein Highlight, also ein Highlight-Mediabook, was ich unbedingt haben wollte. Ich hatte da jetzt schon die inoffizielle Version von in der Amari, aber jetzt habe ich das inoffizielle Mediabook mir geholt. Und zwar The Evil Dead, Tanz der Teufel, im 2-Disc-Mediabook. Von welcher Firma das ist, weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, auch die, ich sag mal, inoffizielle Version. Dann wisst ihr schon, was ich meine. Das ist auf jeden Fall die Vorderseite. Die sieht richtig schick aus. Es gab auch noch zwei andere Cover, aber die habe ich da auch nicht gesehen. Doch, eins habe ich gesehen, das sah so aus wie diese Amari-Version mit dem Schuber, die ich vorher hatte. Das gefiel mir nicht so gut, weil die Schrift vor unten ein bisschen blöd designt. Das gefiel mir eben am besten, hier so ein paar Blutflecken noch zu sehen. Auf jeden Fall ist dieses Cover richtig schick. Auf den Spine auch ganz cool, The Evil Dead. Da hätte vielleicht nur der deutsche Titel untergepasst, aber man soll ja nicht meckern. Auf jeden Fall sieht das auch richtig gut aus, man kann es auch gut lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Filminformationen, die ihr euch auch mal durchlesen könnt, wenn ihr wollt. Und da unten steht dann einmal die Länge von 85 Minuten bei der Blu-ray und von 82 Minuten bei der DVD. Ja, da unten auch noch ein paar 10 Bilder und ich habe die 416 von 666 Stück. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Da haben wir dann hier die Blu-ray, das ist dieselbe wie in dieser inoffiziellen Version mit dem Pappschuber. Dahinter so ein kleiner, als wenn er so kaputt ist, so ein bisschen designt. Und hier hinten haben wir die Blu-ray. Welche Version das jetzt ist, da steht jetzt drauf Ultimate Edition. Das wird wohl eine ganz normale DVD-Amari-Version gewesen sein. Und diese Seiten gucken wir jetzt ein bisschen ausführlicher an, weil das Mediabook hat ja auch noch nicht jeder unboxed. Vorne steht The Evil Dead hier drauf. Richtig schick. Hier haben wir den Text. Diese eine Szene, wo sie da aus dem Keller kommt. Hier so ein, denke ich mal, Making-of-Bild. Hier das Budget. Wie viel das Umsatz 1983 871 Millionen D-Mark und Umsatz 1983 circa 1 Milliarde D-Mark. Ja, was das so eingespielt hat, denke ich mal. Da oben steht, warum das indiziert wurde. Hier wieder Text da, dieses Necronomicon. Und auf der Rückseite nochmal ein paar Plakate, wie das in allen Ländern so erschienen ist. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das gefällt mir echt am besten hier, dieses rot gehaltene. Da gibt es auch, glaube ich, ein Steelbook von. Und sowas, das hätte ich auch genommen, aber das Schriftdesign war eben nicht so, das war total anders, so ein bisschen in Gelb und das sah nicht gut aus. Ja, das ist eben das Mediabook zu Tanz der Teufel, The Evil Dead. Und das musste ich unbedingt haben. Ich war echt froh, dass ich das gefunden habe. Das war auch das letzte Exemplar und da war ich richtig froh. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen. Ich zeige euch zuerst mal das Autogramm, was ich mir gekauft habe.
Also einmal habe ich mir gekauft ein Autogramm von dem Chris Pine, den Captain Kirk von Star Trek und Star Trek Into Darkness. Ist auf jeden Fall ein echtes Autogramm, weil das ist von so einem Autogrammsammler, der hat den auch, der war bei dieser Filmpremiere, konnte, der hat auch ganz viele Autogramme, also ich habe ihm geglaubt und das ist definitiv ein echtes Autogramm. Und ich habe mir dann gleich so einen silbernen Rahmen gekauft, habe das so eingerahmt und unten steht es in so einem Mediabook-Ständer und von daher, wie gefiedert einfach und die Unterschrift ist auch richtig schick und deswegen habe ich das jetzt einfach mal mitgenommen. Ich konnte das nicht stehen lassen, war richtig schick. Der hat auch noch ganz viele andere Autogramme gehabt, aber in das habe ich mich eben verliebt und irgendeins wollte ich mitnehmen. Und da habe ich mir eben für Chris Pine entschieden, wo ich auch Star Trek-Fan bin. So, das stellen wir auch weiter nach hinten. Jetzt kommen wir zu dem letzten Artikel. Das ist einmal eine Figur. Die stelle ich erstmal in den Karton hier. Dann nehme ich die Kamera mal hoch, damit wir das Ganze mal filmen können. Das ist eine Figur von Sideshow. Da unten steht ein Sticker mit Sideshow exklusiv. Die ist auch schon ein bisschen älter, deswegen ist die Headscalp nicht ganz so schön. Aber mir gefällt es, dass der Indiana Jones von Riders of the Lost Ark in 1:6 von Sideshow eben, nicht von Hot Toys. Das ist die Vorderseite, wie die Seitenansicht. So, hier haben wir die Rückansicht mit ein paar Filmbildern. Und dann noch die andere Seite. So, und das ist hier mit so einem Magnet fest. Da kann man das aufklappen, den Karton. So, hier war die Figur drin. Die habe ich jetzt schon ausgepackt. Da sind noch zwei Hände und unten so ein Säckchen, damit da keine Feuchtigkeit reinkommt. Hier war dann das ganze Zubehör drin. Da sind jetzt auch noch zwei paar Hände und oben auch nochmal zwei. Steht hier noch eine ganze Menge Text. Natürlich alles in Englisch. Da auch. So, jetzt stelle ich die Kamera wieder hin. Nimm den Karton erstmal im Hintergrund. Und dann zeige ich euch jetzt mal die Figur im Einzelnen. Ich nehme den erstmal runter, sonst habe ich hier keinen Platz. Ne, ich zeige euch erst das Zubehör. So, da haben wir einmal hier so eine Fackel, womit ihr diese Pfeile in dem Film abwehrt. Da ist auch noch so ein Pfeil zu, so ein kleiner. Den kriege ich jetzt gerade nicht hoch. Doch, hier ist er. Das ist so ein kleiner Pfeil. Und eigentlich könnte man den Pfeil hier irgendwo reinmachen. Hier in diesen Schlitz. Aber irgendwie, habe ich schon vorhin probiert, der hält da drin irgendwie nicht. Der fällt immer wieder raus. Aber ist ja egal, mache ich eh nicht rein. So, wie gesagt, so ein Pfeil und die Fackel. So, dann haben wir dabei einen so einen kleinen Sack. Sieht auf jeden Fall auch gut gestaltet aus, gut gemalt, schön auch auf alt gemacht. So, dann haben wir dabei eine Pistole. Die kann man auch hier das, wenn ich es jetzt hinkriege, kann man da das Magazin rausnehmen. Da sieht man noch so eine kleine Patrone. Und die kann man auch durchladen. Also die sieht auch schon richtig cool aus, auch der Griff, schön auf alt gemacht. So, dann haben wir dabei so einen goldenen Golem, den er ja in dem Film findet. Also richtig schön auch, platzt auch nichts ab. Sieht auch richtig gut aus, das Teil. So ein kleiner goldener Golem. Und dann haben wir natürlich dabei die Peitsche. Also das ist jetzt die ausgefahrene Peitsche. Er hat auch noch eine zusammengefaltete Peitsche, die habe ich ihm in die Hand gegeben. Wenn ich euch gleich die Figur zeige, seht ihr die ja. Ja, ist die Peitsche, die ist dann so mit so einem Draht drin, damit man die in alle Posen machen kann. Also man könnte die ihm so eine Hand geben und dann könnte man die so irgendwie so, aber das wollte ich jetzt nicht. Also ich habe ihn anderen gepostet. Vielleicht irgendwann mache ich das nochmal anders. So, dann haben wir noch natürlich den Hut. Das fand ich jetzt ein bisschen doof. Das habe ich durch die Verpackung nicht gesehen, weil ich hatte gedacht, den Hut kann man abnehmen und dann ihm auf den Kopf raufsetzen, aber das ist nicht der Fall. Er hat zwei Köpfe, einmal ohne Hut und einmal mit Hut und dann hat er aber den Hut nochmal, wenn man den ohne Hut nimmt, den Kopf, damit man den Hut so in der Hand geben kann. Aber der Hut ist auf jeden Fall richtig detailliert. Sieht richtig gut aus und innen drin haben wir auch so einen Samtstoff und der Hut ist auf jeden Fall auch richtig cool. So, jetzt zeige ich euch die erste Headscarf, die ohne Hut. Man sieht schon, dass Harrison Ford ist, aber man sieht auch definitiv, dass die Figur schon echt ein bisschen älter ist. Aber man erkennt es schon. Also sie ist jetzt nicht so hundertprozentig detailliert, aber die sieht auf jeden Fall schon richtig geil aus. Ja, und die Haare sind so ein bisschen künstlich, aber wie gesagt, ich habe die mit dem Hut drauf. So, da haben wir unten dieses, da kommt dieser Jointball rein vom Kopf. Und in diesem Sinne lege ich den mal oben hin. Und jetzt zeige ich euch dann meine Figur. So steht die nachher auch bei mir im Schrank. So, stelle ich mal hin. Dann nehme ich die Kamera wieder hoch. So, da haben wir jetzt die Figur im Gesamten. Die steht auf so einem Indiana Jones Ständer drauf. Da unten steht dann auch Indiana Jones drauf. So, dann fange ich mal ganz unten an. Da sind die Schuhe, die sehen auch recht detailliert aus. Schön auf alt gemacht.
dann die Hose. Hier ist dann diese zusammengefaltete Peitsche, die ich ihm so in die Hand gegeben habe. Dann haben wir hier noch die Tasche, die kann man auch aufmachen. Die ist mit so Magneten zu. Also die schnappt jetzt wieder ran. So, dann gehen wir weiter hoch. Die Jacke. Dann hier die andere Headscarf mit dem Hut schon drauf. Und in der Hand hat er einen Revolver, den habe ich ihm in die Hand gegeben, die Hand so ein bisschen angewinkelt und ihm eben in die Tasche umgehangen. Hier hinten wäre dann noch dieser Holster für den Revolver und hier auf der anderen Seite könnte man da ganz hinten ist so eine Schnalle für die Peitsche, die könnte man daran machen, aber ich wollte ihm die Peitsche in die Hand geben. Ja, so steht er dann auch bei mir in der Vitrine. Genauso. Dazu Zubehör rumgelegt und dann ist das für mich so ausreichend. So sieht er auch für mich in dieser Pose sieht er für mich eben doch am besten aus. So, ja, das war mein kleines Börsen-Update. Für dieses Update habe ich ein bisschen gebraucht. Erst wollte ich gar nichts auf der Börse kaufen, aber dann hat mich doch das Kauffieber gepackt. Und ihr seht ja, was da rausgekommen ist. Es war nicht so viel, aber auf jeden Fall auch nicht wenig. Wir waren von 10 Uhr bis um 15 Uhr da. Ne, von 10 Uhr gar nicht. Wo sie aufgemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, wann die aufgemacht hatte. Entweder um 9 oder um 10, auf jeden Fall waren wir von Anfang bis zum Schluss. Ja, in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr Kommentare unter das Video schreibt, wie ihr die Sachen findet. Oder ob ihr auch schon mal auf der Filmbörse wart oder ob ihr gerne dahin wolltet. Ich grüße natürlich noch Christian, Mickey und Mallory. Und wie gesagt, der Link von Mickey und Marys Filmuniversum ist unten in der Videobeschreibung. Ja, und in diesem Sinne sage ich, ciao, euer Ralf von Ralfs Unboxing.